meine Frau hatte mir schon ein Bild geschickt aus unserem Garten, als meine komplette Familie sich ein T-Shirt bedrucken lassen hat, alle das gleiche T-Shirt anhatten und das war eine sehr, sehr schöne Aktion schon. Ja, es war dann schon sehr, sehr schön, das zu sehen. Ja, zeigt halt, dass man auch nicht ganz so viel falsch gemacht hat. Ja, ich versuche immer, ja, auch alles für meine Mitspieler mal zu geben. Und wenn dann so eine tolle Geste dann zurückkommt, dann freut dann das natürlich. Ja, ich hatte mit dem Trainer gesprochen, der hatte gefragt, was so drinsteckt. Ich habe gesagt, 20 Minuten auf jeden Fall. Ja, da habe ich schon immer mal auf die Uhr geguckt. Vielleicht haben die Zuschauer das dann auch gemerkt und war dann natürlich cool. Dann war so eine Situation, ja, dann eventuell Elfmeter für uns und dann musste es auch einmal ganz schnell gehen. Ja, aber es war dann ganz cool reinzukommen. Sehr emotionaler Moment. Ja, ich komme eigentlich mit allen echt gut aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwem aus dem Weg gehe. Das haben wir generell in der Mannschaft nicht. Wir haben einen coolen Team-Spirit. Ich versuche mich kurz zu halten. Also vor 7 Jahren musste ich eine Entscheidung treffen, wo gehe ich hin? Ich stand eine Laie zur Debatte. Ich habe gedacht, okay, Fortuna in der Vergangenheit immer gerne hier gespielt. Versuchst du mal. Ich habe hier gerne getroffen und jetzt habe ich gedacht, ich ziehe die Farben mal an. Dass das so, so geil wurde, so gut gepasst hat, freut mich. Dank euch. Dank euch haben mich und meine Familie uns hier sehr, sehr schnell, sehr, sehr wohl gefühlt. Und mir macht es einfach noch Spaß. Ich möchte noch ein bisschen weiter spielen.
hier leider nicht mehr, aber ich werde es weiter verfolgen und werde zurückkommen und in anderer Funktion werde ich mithelfen, diesen geilen Verein wieder ganz nach oben zu bringen. Danke! Unsere 28, Ruben! Ruben! Danke, Ruben! Fortuna Düsseldorf, la 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 la, Fortuna Düsseldorf, la 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 la. Ja, ich habe einfach versucht, ich selbst zu bleiben in meiner gesamten Karriere und ob es jetzt erste Liga war, ob es nach drei Toren, nach zwei Toren, nach einem Kackspiel, egal was, was anstand, so wurde ich erzogen, so bin ich groß geworden und das habe ich ja einfach beibehalten. Man kam hier hin, hat gedacht, oh, das könnte passen und dass es halt so eine coole Sache wird, freut mich sehr. 7 Jahre ist eine ganze Menge und ja, darauf bin ich auch schon ein Stück weit stolz.